Leo mit Dobum gestern ausgebrochen, weil Arschlöcher. Und das Erste, was sie ja super geil und besonders finden, was ist das Erste, was sie super geil und besonders finden? Wir brechen aus, rennen über den ganzen Tisch und ziehen in die Wassertank von den Tapinoma, die darüber nicht glücklich sind. Und jetzt sind wir gerade dabei, sie wieder zu überreden, zurückzugehen in ihr Nest. Lustigerweise ist das ziemlich einfach, weil die automatisch von selber dorthin gehen. Fucking Dinosaurier. Ja, das ist seltsam. Sie kennen nicht alle beim einem Loch aus, ja, und da entlang, wo die kürzeste Strecke ist. Na, wir kommen bei dem Loch aus, sie rennen da, dann rennen wir da hinten rum und dann gehen wir da um. So richtig kompliziert. Sorry. Der Dongstein hält nicht von alleine. Jetzt muss ich jetzt stehen und halten, bis alle draußen sind. Komm. Kommt, Leute. Wir haben es schon fast geschafft. Also, sehr meine Logik, was ich sicher gedacht habe. Wenn die Honigflaschen, wenn fast nichts mehr rauskommt, dann mache ich die mal auf und schmeiße die da rein, die Leomedoben, und fressen das dann komplett aus. Wenn es dann le komplett leer ist, dann klopfe ich es einfach nur mal aus und tue es wieder weg. Das ist viel einfacher. Das funktioniert bei anderen Arten nicht so gut, weil die Ameisen reingehen und dann im Honig absaufen. Leomedoben, dann ist es scheißegal, da fallen 30 rein und saufen ab und 300 lutschen dann alles leer. Come on, wir haben es fast geschafft. Was hat es da jetzt wieder erwischt? In die Tapinoma. Natürlich sind wir da ein paar so intelligent und gehen nicht dorthin, wo sie hingehen sollen, sondern dorthin. Alter, müsst ihr jetzt die Tapinoma da zerfleischen? Geht's zurück in euer Nest? Komm, es ist fast leer. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Wenn die Tapinoma wollen, kriegen sie sowieso heute. Warum seid ihr überhaupt draußen? Das sind die Serviformica Rufibarbis. Alter, das ist wieder alles und jeder draußen. Alter, das ist sicher das Wetter. Das hat 35, 36 Grad und es ist so heiß und schwül und alle Viecher drehen einfach nur durch. Komm, Mann, wir sind fast leer. Kommt. Hier kommt. Das Lustigste an den Leomedobum ist, wenn die ausbrechen, sagen hier in der Ecke, brechen die aus, dann sind die einmal im ganzen Zimmer und im ganzen Haus, weil die machen gleich 7 Meter Ameisenstraße bis ins letzte Eck und dann sind die überall. Das Lustigste ist, du sprühst einfach diese Ameisenstraße, machst zu, also machst mit einem Ausbruchsschutz wieder zu. Dann sprühst du da ein bisschen Glasreiniger hin und dann kommen die Ameisen, die hier hinkommen, nicht mehr weiter und dann lösen sie sich auf und dann verfallen die Ameisen in diese Klumpen. Man sucht, schaut einfach hier wie so unterm Holz oder irgendwo und dann sitzen da Tausende, aber die bewegen sich da nicht, wenn man es aufmacht. Also die schrecken sich nicht, die sitzen einfach nur da und dann kann man sie wieder übersiedeln. Man muss halt dann eher die Flecken finden. Man hat halt dann eher solche Stellen, dass danach plötzlich so nach 8, 9 Tagen passiert nichts. Siehst du keine einzige Leomedobe herumlaufen. Und plötzlich kommst du nach Hause und plötzlich hast du wieder eine Ameisenstraße, von denen du denkst, Scheiße, sie sind ausbrochen. Bis du drauf kommst, nee, die sind nicht ausgebrochen. Das sind immer noch die gleichen vom ersten Ausbruch, die einfach irgendwo in einem Zimmer zurückgeblieben sind. Kommt! Aber da musst du jetzt den Dreck, der da drinnen ist, auch noch mitnehmen. Jetzt wird es lächerlich. Tapinome sind like, ja. Sorry. Das Problem ist halt, wir müssen das auffassen.
Weil da sind jetzt fast leer, da sind nicht mehr so viele, die zum Nest wollen, sondern jetzt fangen dann schon an, die Viecher wieder vom Nest dort herzukommen, weil Trotteln halt. Ja, ne. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Mit einer Hand halten und so ist es ein bisschen Katastrophe. Bye bye.